Ich freue mich sehr, heute Guido Bülow hier zu haben, Head of News Partnership Central Europe von Facebook. Schön, dass du heute da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ganz großes Thema, wie auch schon letztes Jahr, auch dieses Jahr Fake News. Gerade auch nochmal in der Aufarbeitung des Präsidentschaftswahlkampfs mit Donald Trump war das ein sehr großes Thema. Was unternimmt Facebook gegen Fake News? Also wir sind davon überzeugt, dass wir nicht darüber entscheiden sollen, was wahr oder falsch ist. Und deswegen arbeiten wir mit 30 Partnern, 30 Faktenprüfern in 20 verschiedenen Ländern zusammen. Und wir gehen dreierlei gegen Falschmeldung vor. Auf der einen Seite entfernen wir solche Inhalte, die gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen. Wir reduzieren die Sichtbarkeit von Falschmeldungen. Und wir informieren auch die Nutzer, also stellen ihnen mehr Informationen zur Verfügung, beispielsweise über Artikelkontext. Und wir haben in den letzten Wochen 3 unterschiedliche Studien gehabt von 3 renommierten Einrichtungen, der Stanford University, Michigan University und Le Mans Research, die auch bestätigt haben, dass der Schritt oder die Schritte, die wir eingeleitet haben, auch erfolgreich sind. Du sagst, es ist eigentlich nicht eure Aufgabe. Welche Aufgabe, von wem sollte diese Aufgabe sein? Wer sollte sich darum kümmern? Wie schon gesagt, wir arbeiten mit 30 Faktenprüfern in 20 Ländern zusammen, die uns bei der Aufgabe unterstützen. Und das Faktenprüfungsprogramm gibt es seit Anfang letzten Jahres, drehte sich zuerst nur um Artikel. Wir haben es mittlerweile auch erweitert, dass auch Videos und Bilder geprüft werden können. Und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir kontinuierlich in diesem Bereich auch investieren. Gerade diese visuellen Inhalte, wie leicht oder wie schwer ist es, das alles durchzuscannen? Also wir arbeiten auf der einen Seite mit künstlicher Intelligenz, die uns dabei unterstützt, solche Meldungen den Faktenprüfern auch sichtbar zu machen, die geprüft werden müssten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch die Meldung der Nutzer. Also zweierlei Wege, um quasi das dann für die Faktenprüfer auch visibel zu machen. Viele Medienhäuser, die sind ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen, etwas verärgert gewesen. Am Anfang des Jahres hat Mark Zuckerberg gesagt, er will nicht, dass Facebook ein Nachrichtenportal ist. Er will, dass es ein Portal ist, wo Freunde, Bekannte treffen. Und durch die Algorithmen sind natürlich viele Medienhäuser auch nicht mehr so sichtbar. Ist diese Kritik gerechtfertigt, die die Medienhäuser euch da so vorwerfen? Also wir sehen uns als Partner der Medienhäuser. Und ich ganz speziell in meiner Funktion arbeite tagtäglich mit Verlagen zusammen, um ihnen dabei zu helfen, auf Facebook erfolgreich zu sein. Und Hand aufs Herz, Facebook bietet eine ganze Menge von Möglichkeiten. Wir bieten eine sehr, sehr große Distribution auf der Plattform. Wir bieten Verlagen die Möglichkeit, auf der Plattform zu recherchieren. Aber wir bieten auch Monetarisierungsmöglichkeiten. Beispielsweise über Instant Articles und die Monetarisierung in Instant Articles haben wir jährlich schütten wir ca. 400 Millionen US-Dollar aus. Wir haben erst kürzlich damit angefangen, Verlagen die Möglichkeit zu bieten, Werbepausen in Videos einzufügen. Und wir arbeiten mit Verlagen auch daran zusammen, digitale Bezahlprodukte auf Facebook zu integrieren, sodass sie ihre Kundenbeziehung oder die Beziehung zu den Lesern auch intensivieren können. Aber sie so am wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen, zu sagen, naja, ihr liefert uns ja auch Content, ist das eine Überlegung, die ihr habt? Also die Überlegung ist die ich gerade aufgezeigt habe, den Verlagen oder insgesamt allen Seitenbetreibern verschiedenste Möglichkeiten zu ermöglichen, Inhalte zu monetarisieren. Und wie erfolgreich dann jeder ist, das liegt dann halt in der Hand des jeweiligen Seitenbetreibers. Der eine sitzt eher stärker auf das Thema Video, der andere stärker auf das Thema Artikel. Und entsprechend wird er dann auch davon profitieren. Thema Journalismusprojekt. Ihr habt da ja so ein bisschen was auf die Bahn gebracht. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, das Facebook Journalism Project haben wir auch im Januar letzten Jahres gegründet, 2017, mit dem Ziel, die Beziehung zu den Verlagen eine größere Transparenz zu geben und quasi einen Überbau zu geben. Weil wir haben schon Jahre davor mit Verlagen natürlich zusammengearbeitet. Und Ziel des Facebook Journalism Projects ist, in 3 verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Einmal gemeinsame Produkte zu entwickeln. Das zweite, Tools und Trainings für Journalisten anzubieten. Und das dritte, das Thema Medienkompetenz für die Menschen auf unserer Plattform. Ein Beispiel für das Thema gemeinsame Entwicklung, Produktentwicklung ist zum Beispiel das Thema digitale Bezahlmodelle, wo wir im Sommer letzten Jahres mit 10 Verlagen global angefangen haben, das zu entwickeln, auf Wunsch der Verlage. In Deutschland beispielsweise mit dem Spiegel und mit der Bildzeitung. Ja. Und wir haben wahnsinnig viel voneinander gelernt in diesem Austausch. Wir haben festgestellt, dass Wir haben gelernt, wie man Nutzer an ein digitales Bezahlmodell heranführen muss. Wir haben gelernt, wie man eine technische Integration einfacher macht, damit mehr Verlage davon profitieren können. Beispielsweise von ca. 8 Wochen Integrationszeit auf 1 bis 2 Wochen. Und darüber hinaus hören wir im Rahmen des Facebook Journalism Projects auch besser zu, weil wir einen regelmäßigen Austausch haben mit Roundtables etc. Und was Verlage uns gespiegelt haben, ist, dass ja, Breaking News Nutzer sehr, sehr interessiert. Wissen Sie ja aus der eigenen Erfahrung. Und wir bislang nicht die Möglichkeit hatten, Breaking News auf Facebook zu markieren. Das ist jetzt etwas, was wir getestet haben, was wir in den kommenden Wochen auch weiter ausrollen werden, mehr Verlagen zur Verfügung stellen werden, was unter anderem dazu führt, dass mehr Traffic bei den Verlagen auch landet. Aber habe ich als Nutzer dann Lust, in meinen Breaking News praktisch nochmal mit Werbung vollgesülzt zu werden? Wie viel Werbung dann tatsächlich in den Breaking News auftaucht, das passiert ja tatsächlich auf den Seiten der Verlagen. Da kann ich jetzt wenig tatsächlich dazu sagen. Ja. Ja. Aber ich werde dann nicht häufiger angezeigt, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Werbung schalte? Nein. Nein. Also, um das konsequent zu sagen, das Werbeprodukt und der Newsfeed sind streng voneinander getrennt. Okay. Ihr produziert ja selbst auch schon mit CNN und Fox eigene Nachrichtenformate in den USA. Wenn man weiterdenkt, ist das auch in Deutschland geplant? Es gibt derzeit keine Pläne. Wir warten jetzt erstmal die Tests ab, die wir in den USA machen, und dann werden wir weiterschauen. Also wir haben, um das kurz dazu zu sagen, wir haben Watch ja gerade global ausgerollt. In den USA wird es ja schon ein bisschen länger getestet. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir auch gesagt haben, naja gut, wir testen mal verschiedenste Inhalte, wie die denn tatsächlich auch in Watch funktionieren. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir gerade erst mit Watch global angefangen haben, gibt es noch keine Pläne. Super, vielen, vielen Dank für den Eindruck. Guido Bülow hier von Facebook. Vielen, vielen Dank. Danke dir.